Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben gerade zwei Pakete von One to Real bekommen und ihr glaubt es nicht, aber ein Paket davon wiegt 25 Kilo. Wow, und ich habe sie gerade alleine hochgetragen. Alter, das hintere ist noch schwerer, weil da ist noch mehr drin. Genau, das vorne hier wiegt 25 Kilo und das hintere, was ihr hier sogar seht, das wiegt noch ein bisschen mehr, weil da ist ein bisschen mehr drin. Und genau, ich würde sagen, wir packen es aus und let's go! Genau, es war mal wieder eine Riesenbestellung. 130 Euro hat es gekostet. Ich habe das extra bestellt in der Zeit, wo One to Real versandkostenfrei verschickt hat, weil der Versand von diesen beiden Paketen hat 50 Euro gekostet. Und ich habe es einfach genutzt, dass One to Real über Ostern versandkostenfrei verschickt hat. Falls ihr euch wundert, warum macht sie jetzt erst das Video darüber? Ja, die Pakete sind heute erst angekommen. Also fast einen Monat später. Es gab einige Probleme und einige Diskussionen mit One to Real. Und ja, ich habe hier mal wieder mein Messer. Wir packen zuerst das schwere Paket aus. Ich glaube, da ist nämlich nur ein Teil drin. Ne? Ein schweres Teil. Die sind auch schon ein bisschen aufgerissen, weil anscheinend waren auch die Paketlieferanten ein bisschen überfordert, die zu tragen. Ich wollte einfach mal 25 Kilo Granulat. Ja. Okay. Bevor ich das jetzt hochhebe, zeige ich es euch mal so. Es sind 25 Kilo Granulat, wie ihr das seht, also zum Befüllen von Reborn Babys. Eigentlich bestelle ich immer das andere, aber das hatten sie nicht vorrätig und weil ich auf das Granulat angewiesen bin, weil ich einfach zu viele Babys liegen habe, die nicht füllbar sind, weil ich einfach kein Granulat mehr habe, habe ich gesagt, okay, ich schicke mir einfach das andere und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Dann geht's, weiter. Das hier, oh mein Gott, ist schwer, ist ein bisschen spannender. Oh, verdammt. Also ich kann euch schon mal sagen, hier ist noch ein Sack 25 Kilo Granulat drin, weil ich dachte mir, diese versandkostenfrei musst du einfach nutzen, weil du brauchst es sowieso bald wieder und dann muss man es einfach nutzen. Genau, und diese 25 Kilo gehen so schnell leer, das glaubt man gar nicht. Muss ja überlegen, dass in ein Baby gut 3 Kilo reingehen, also ist das schon echt krass. Oh! 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 Alles in die Seiten hier reingestopft. Sieht auch richtig lustig aus. Na gut, erstmal haben wir hier eine Karte oder was auch immer. Ach so, dass die One to Real ist in Sonneberg auf der Messe. Da haben wir uns hier nochmal so einen Flyer mitgeschickt, falls irgendjemand da Interesse hat. Ich finde es nicht so spektakulär, die in auf einer Messe zu sehen. Aber es ist auch ganz interessant, die mal so ein Live zu sehen, was die so machen. Und genau, jetzt haben wir erstmal das Erste. Was uns hier entgegenkommt, ist Verdünner. Und so habe ich da mal die ganz große gekauft. Ich habe zu Hause immer 250 Milliliter. Und jetzt habe ich mal komplett einen halben Liter gekauft. Ist schon echt viel. Krass, hätte ich nicht gedacht. Davon habe ich auch direkt 2 mitgenommen. Weil ich auch dachte, okay, das musst du jetzt einfach... Du musst einfach, wenn du schon so viel bestellst, dann kannst du das auch nochmal bestellen. Eine Packung davon kostet, glaube ich, 12 Euro. Finde ich angenehm und berechtigt, weil eine kleine Verpackung kostet schon 10 Euro. Das heißt, du bezahlst für 250 Milliliter nur noch 2 Euro. Das heißt, es lohnt sich einfach, die große zu kaufen und man braucht es sowieso. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach mitgenommen. Dennoch haben wir hier einmal 2 Farben. Einmal grün und wieder so einen Hautfarbenton. Ich habe leider grün schon bei der letzten Bestellung gekauft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und deswegen habe ich grün jetzt einfach viel zu viel. Das werde ich auch nicht anbrechen. Kann man immer noch verkaufen oder so. Genau, einmal so 2 kleine Farben. Kamera möchte gerade nicht fokussieren. Dann haben wir hier etwas. Oh, was ist das denn? Eingepackt in so ein Riesenpaket. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Und deswegen, lass uns mal überraschen. Ich meine, es ist ja schon einen Monat her. Ah, jetzt weiß ich wieder. Das ist aber gut, dass sie es so eingepackt haben, weil das ist aus Glas. Alter, echt viel. Und zwar ist das, wie nennen wir das? Also es sind so kleine Fläschchen, wie ihr seht.
anderes. Fokussiere das doch mal. Genau, so kleine Fläschchen. Und da ist ein Serum drin, das macht man auf die Lippen. Dann sieht es so aus, als wenn die Babys feuchte Lippen haben. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich mir auch direkt zweimal bestellt, weil man das so oft braucht. Bei jedem Baby brauchst du es in den Augen, in den Nasen, auf dem Mund. Deswegen habe ich mir das auch zweimal bestellt. Dann haben wir wieder einen Riesensack Granulat. Oh Gott. Erstmal haben wir hier noch etwas. Oh. Wir haben ein Schnuller geschenkt bekommen. Das war auch in diesen Ostertagen dabei. Also ein Schnuller haben wir geschenkt bekommen. Und dann haben wir ganz viele Magneten, wie ihr seht. 10 Magneten und 20 Magneten sind das. Die habe ich mir auch mitbestellt, weil die braucht man auch bei jedem Baby. Brauchst du einen Magneten. Mindestens einen. Manchmal brauchst du sogar zwei. Dementsprechend habe ich die auch nochmal mitbestellt. Ich glaube, das war's. Dann haben wir nur noch das fette Granulat, was ihr eben schon gesehen habt. Also einmal noch so einen kompletten Sack. So, mein Lieben, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So ein kleines Unboxing mal wieder. Ich werde mich jetzt ans Reborn machen und die letzten Babys für Münster fertig machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.